Was lange währt, wird endlich gut. Die Garage gibt uns neuen Mut. Seit gut einem Jahr wurde versucht, doch es war wie verflucht. Eine simple Garage zu bauen, doch einige wollten sich mit uns hauen. Zunächst geplant ein Anbau, doch der Gedanke war zu schlau. Eine im Norden verschattete Hecke ist das Problem, vielleicht bleibt sie danach nicht mehr stehen. Aus war der erste Traum recht schnell, doch wir sind ja recht originell. Der zweite Plan war schnell geschlossen, ein Bau über zwei Geschossen. Der wurde dann schon fast beschlossen. Ein Tragik, klein und fein, sollte das Problem nun sein. Denn damit jeder kann sehen, in die Kreuzung rein. Ein neues Baugebiet von sehr langer Hand geplant, hat das Problem angemahnt. Es wird schon kommen, ihr werdet sehen, Lichtjahre entfernt, das wird schon gehen. Aus war der zweite Traum recht schnell, doch wir sind ja recht originell. Die zweite Schlacht verloren, den Krieg aber noch nicht. Man glaubt, die Gemeinde ist nicht mehr ganz dicht. Der dritte Plan, der war nicht schlecht, doch war er uns selbst nicht recht. Die Helligkeit spielte hier eine Rolle, denn die wäre danach nicht mehr so dolle. Der vierte Plan, der musste es sein, eine Art Bunker, ach wär das fein. Die Größe bis zur Perfektion optimiert, wenn da mal nichts passiert. Die Gemeinde hat es gesehen und konnte nichts mehr dran drehen. Beschlossen wurde die Geschichte, was für ein Gedicht. Was lange währt, wird endlich gut, die Garage gibt uns neuen Mut. Darum lasse den Bau endlich starten, wir können eh schon nicht mehr erwarten. Deshalb stehen wir hier im Garten. Bei Rittmeier Bier und Spaten, wie zwei Zinnsoldaten. Lasse den Klang der Spaten endlich erklingen, wenn sie die Erz durchdringen. Denn die Garage gibt uns neuen Mut und deswegen gibt es eine Flut von Rittmeier Bier, denn das tut uns gut. Prost! Prost! Scheiße draußen! Ich hab was geschafft, echt? Ja.